Hallo und willkommen bei Let's Play Some Games. Ich bin's, euer Heggy, und an meiner Seite der Carnage Kevin. Servus. Und wir spielen für euch heute eine Runde Arcade Rage. Das heißt so viel wie, wir suchen einige alte Arcade-Spiele raus, beziehungsweise ein paar Retro-Spiele. Und Kevin, der ja eigentlich nicht aus der Ecke rauskommt. Ein Kind der 90er. Ja. Also nicht, dass er in den 90er gezockt hat, sondern in den 90er aufgewachsen. Hat also die beste Zeit der Games nicht mitbekommen. Der darf jetzt mal hier ein paar alte Klassiker spielen und dann schauen wir an, ob die sich halbwegs gehalten haben für jemand, der nur Call of Duty, Borderlands, und Battlefield... Ich bin mit Counter-Strike groß geworden und Command & Conquer. Counter-Strike und Command & Conquer. Und ich mir zeige mal, welche Spielesammlung. Wir spielen die... Sega Mega Drive Classic Collections, 40 Spiele Wrapped for Your Pleasure. Bitte. Ja, und wir müssen mal was machen, weil da ist auch Shinobi drauf und Shinobi ist eigentlich geiles. Ja. Aber nur eigentlich. Deswegen starten wir jetzt mit. Ja, wir starten mal mit Alex Kidd. Alex Kidd von 1989. Ja, das war ja. Drücke B für Museum. Das. Mit Museum. Okay. Ja. Press Play und Dave. Das war ja damals das Jump'n'Run-Aushängeschild von Sega. Gott. Was? Mario. Fast wie Mario, nur in schlecht. Ja, woher willst du das wissen? Du hast es noch gar nicht probiert. Ich weiß, es sieht schlecht aus wie Mario. Ja. Wegen dem vielleicht. Was hat der Enchanted Castle? Ist ein Affe mit. Was hat denn der? Dreadlocks an der Seite? Ja, der Hunde, und oben hat er glatte Haare, oder was? Ja. Da war Story. Scheiße Story, ja. Okay. Okay, ein klassischer Sidescroller. Lass dich nicht vom Auto überfahren. Warum muss ich Autos verprügeln? Ja. Whee! Ja. Was zur Hölle? Warum greift mich das Flugzeug? Warum muss ich Flugzeuge angreifen? Das läuft auf jeden Fall schon mal sehr gut, ja. Ja. Ja, die Spiele waren damals schon um einiges schwerer. Warum muss ich Autos verprügeln? Ist doch kackegal. Nee, ist nett. Jetzt pass auf, dass du vom Auto überfahren wirst. Oder vom Flugzeug. Ich hab geschlagen. Ja, du bist in das Flugzeug. Die Spiele hatten... Keinen Sinn. Ja, richtig. Nicht so eine tolle Kollisionsabfrage. Ja. Müssen wir mal einen Versuch starten? Ja, wir haben jetzt ja sagenhafte 1,5 Screens gesehen. Ja. Ich geb dir. Okay, also es gibt Slime. Oh, der Bauer war. Der Bauer wisst. Ja. Mein Geld! Ja. Hammer. Ja, Sinn in Slime. Ja, ja, echt. Oh, guck mal, schon so hier Parallax-Scrolling. Ich geb dir Auto. Ja, sehr gut. Vielleicht kommst du da irgendwie hoch. Oh, schon wieder. Wo kommt das her? Links. Von links kommt's. Ja. Ja. Nee. Ja. Mach's großartig. Aha, ah, und jetzt oben Bahnspansch. Aber man merkt schon, du bist so ein bisschen Super Mario vorbelastet. Not. Not? Ich habe alle Mario gespielt. Mhm. Oh, besser. Gehen wir mal da rein. Ja, sag mal, wie viele Mario-Teile gibt's? 12. Beat me at the game and I'll give you a gift. Bet. 50 Yen. Ist das nicht das Zeichen für Yen? Ne, ich glaube, das ist ein Y. Ja, das ist ein U mit zwei Striche. Das ist halt ein Wen. Pick, Paper, Rock or Scissors. Und? Fuck you. Was? Ja, er hat Paper und du hast... Ja, Rock. Ich weiß, aber warum? Was hat er da im Kopf? Ich habe darauf nicht geachtet, sondern war belustig über das Teil, das dir auf die Birne gefallen ist. Ja, das meine ich ja. Ja. Ja, es läuft. Jetzt muss ich von vorne anfangen, oder was? Ja, da gab es so geile Sachen wie Safe Games oder nicht. Außerdem hast du nicht mal der erste Level geschafft, dass ich noch ein Safe Game oder sowas habe. Ich überfahre doch einfach Autos und Miniaturflugzeuge. Ich habe doch geschlagen. Ja, aber die haben dich ja am Kopf berührt. Ja. Ah, oh, geil. Also, ich finde es echt ein... Sehr, ich finde es auch echt ein super Spiel, wenn das Aushängeschild war, sorry. Nee, das hätte das Aushängeschild werden sollen. Also.
Ja. Und dann hat der Manager von Sega beschlossen, es ist schlecht ist und deswegen haben sie lieber Alien Storm gespielt. Ich glaube eher, das kam nicht so gut an. Alien Storm. Aliens sind sowieso immer gut und Storms sind auch. Man gut. Kann sogar als zweiter Spieler mitspielen, da spiele ich doch gleich mal. Join me, brother! Ja. Und? Okay. Mach mal die Tür auf. Du bist nicht da. Hallo? Oh Gott! Da kommt mein Killerkrater. Ja. Du bist nicht da. Ja, ich bin da, ich weiß. Du darfst nicht mitspielen. Ja, dann spiel mal du alleine. Soll ich noch mal hier. Ja, oder mach mal Spiel zurücksetzen. Moment. Ach, ich muss erstmal hier Controller activate. Ja, activate your Controller. Jetzt. Press Start Button. Nee, One Player versus Single Player. Ash, mach mal den Abgang. Oh, das sieht schon mal geil aus. Ich bin so ein zorniger Roboter. Ja. Du bist bestimmt wieder die Frau. Ja. Zorniger Roboter oder komischer Typ? Okay, komischer Typ. Komischer Typ. Ja. Save the people. Ja. Oh, geil. Geil. Ich habe Flammenwerfer, aber... Wir sind Ghostbusters, wusstest du das? Ja, irgendwie. Ach, ich glaube, ich bin special. Ah, das ist cool. Irgendwie kann das Ding nicht schießen, es kann nur so... Ja, bei mir auch. Ach Gott. Killer-Animationen. Die Dinger sind echt eklig, Mann. Ja, die sehen witzig aus. Das tentakelt mich. Ja. Oh, ich habe einen Raketenwerfer gehabt. Das ist Special-Attacke. Ups, ich wurde gefressen. Ja. Gott, ist das widerlich, das Spiel. Yeah. Wie viele Jahre war das Spiel? Wahrscheinlich ab 6. Das wäre bestimmt heute unter der heutigen Grafik ab 35. Indiziert in Deutschland. Irgendwo ruft jemand Help. Da drin. Ah, ja. Immer, ist immer im Lagerhaus. Immer. Oh. Wow. Oh, Burn. Ah, das ist ja. Das ist super hip. Cool. Das ist cool. Wen müssen wir jetzt helfen? Müssen die Teile von da oben erwischen. Ja, gut. Ja. Und hier das ganze Mobiliar kaputt machen. Ja. Das war das Ziel. Geh in ein Lagerhaus und zerstöre das ganze Mobiliar. Da oben da mal Haus umknabbert. Ja. Vielleicht knabbert er das mal. Vielleicht hampt er das. Da fehlt ein geiles Dauerfeuer. Ja. Dass man einfach drauf bleibt und burn. Deine Katze reibt sich in mich. Ja, ich weiß. Ash, jetzt geh mal weg. Komm. Ja. Ich hab nichts gegen Katzen, bis auf das, dass ich allergisch bin. Ja. Ach, der Ash riecht die Pizza, deswegen. Ah ja. Ja. Da hätte ich auch wahnsinnig über. Was macht der da oben? Oh, das ist geil. Was macht der? Du, der hat. Ey, cool! Ja, der hat Hunger und frisst die Fassade. Ich hoffe, dass er sie nur frisst. Oh, das ist. Ach, das ist mein Special. Und es kam eine Atombombe runter. Ja, alles genau. Und wir haben überlebt. Ah, und ich habe hier noch. Ah, Was ist denn das? Oh, nice. Oh Gott, ist das ein ekliges Ding. Ja. Die gibt dir. Ja, das ist cool von der. Ich mag, wie die Sprites gezeichnet sind. Ja, ja, ist cool. Ja. Vor allem, wie man es jetzt von hinten Bad-Sexoren. Okay. Komm, elektrische Zähne aus seinem Hintern. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Leben das Ding hat. Jawoll! Es sind aber kleine Eglis rausgekommen. Ja, ja. Oh, für. Energy. Jetzt kannst du wieder super Mega-Attacken machen. Ja. Mehr? Ja. Hey. Nice. Super! Oh Gott, sind die schnell. Oh, jetzt kann ich schießen, guck. Die springen einfach 6 Millionen Meter. Ja. Und rennen auch mit 70 Kilometer pro Stunde. Hammer. Ja, das ist schon mal realistisch. Das ist schon mal richtig schön abwechslungsreich. Ja, das stimmt. Ja. Das hätte ja aushängeschild werden sollen. Ja. Oder auch nicht. Nee. Ich glaube, das bietet ein bisschen zu wenig Spieltiefe.
aber es ist, aber es macht Spaß. Und das Alex the Kid bietet Spieltiefe, ja? Ja, nee, das habe ich nicht gesagt, aber das bietet Spieltiefe. Oh, wir haben mal wieder was freigeschaltet. Okay. Alien Syndrome, da schauen wir vielleicht demnächst rein. Oder auch nicht. Ja, weil, wollen wir mal was anderes ausprobieren, oder? Die Games auf, gern. Also die Games auf der Disc funktionieren so, man muss Erfolge erzielen und dann schalten sich die restlichen Spiele frei. Hm. Also man kriegt nicht gleich hier die 40 Spiele hier für Umme präsentiert. Man muss auch was dafür machen. Ja. Ich hoffe mal nicht, man muss jetzt da ewig lang in Fantasy Star spielen, um irgendwas anderes hier frei zu schaltoren. Schaltoren. Ja. Aber wir können gerne was anderes... Ah, ich bin tot. Echt? Ja. Dann nochmal hier. Wird Zeit, was anderes zu spielen. Kontinuieren. Super Spiel. Riesenklasse. Ja. Dann das verkaterte Biest. Okay. Altered Beast, ich weiß gar nicht, gab es das auf dem, Amiga? Das war so richtig ein Graphic-Horror-Game. Graphic-Horror? Ja. Oh, ich glaube. Du bist zu spät. Ja, danke. Hier spricht Gott. Gottfried. In Digitalien. Ja. Genitalien. Ja. Thai-Boxen, das macht ein straffer Unterschenkel. Ja. Hast du mal meine Unterschenkel gesehen? Die sind super straff. Vor allem die Schlaggeräusche, wie die sich anhören. Ktsch, ktsch. Oder? Wenn sie sterben, macht sie immer so zisch, zisch. Ja, weil die dem seine Birne geht dann kaputt. Blocken. Wie kann man blocken? Kann man nicht blocken? Oh, ganz ruckeliges Parallax-Scrolling. Also auf zwei Ebenen, sicher sogar auf drei. Ja, ich weiß. Ich wollte es nur sagen, ich weiß, du bist selber Spieleprogrammierer. Bin tot. Ja. Es geht einfach weiter. Ja. Mach mal mehr so Yoga-Übungen. Ich fühle mich belästigt. Ja, und. Immer wenn mich was von oben angreift, lege ich mich auf den Boden und dreht. Was ist denn jetzt für ein Döner, was da immer rauskommt? Das ist sein Superschuss. Das ist ein komischer Jesus. Wow. Warum wächst eigentlich dem sein Kopf nicht mit? Das ist vollkommen unwichtig. Wichtig ist nur, dass die Massephase entspricht. Never skip hat day! Ja. In the fress. In the fresco. Ich geb dir. Guck mal. Das ist ja, da kommt ja immer so ein kompletter Dönerstamm raus. Das ist die Dönertacke. Ja. Das war im alten Griechenrom so. Ja. Griechenrom? Ja, du weißt nicht wirklich, was das ist hier. Oh ja, super, das ist gut, sehr gut. Hey, weißt du? Weiter. Das ist scheiße. Perfekt rein dran. Das ist, was ich kann. Immer wegducken. Ja? Ich sehe mir so schön, wie die zerfetzt. So. Ich würde gerne. Gibt's noch mal ein Power? Ja, jetzt kommt der komische Tisch wieder. Weg. Wenn du reinspringst. Oh. Muss ich jetzt warten, oder? Ja. Oh. Ja. Du bist doch noch gar nicht hier Power Up. Aber jetzt, wenn du den Platz machst, dann kommt bestimmt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich muss den Hund töten. Und jetzt mit der Yoga. Yoga. Ah. Was machst du? Du siehst schon, du bist von vorne hinter. Jetzt. Boah! Was ist dem los? Endlich haarig geworden. Endlich Haare auf der Brust. Ja. Von wann war der Titel? 1900? Ach, keine Ahnung. 90 oder so. 90. In die Kniescheibe geschlagen. Oh. Sehr schön. Ja. Oh. Jetzt kriegst du nochmal ein Special, oder was? Genau. Du hast übrigens kein Leben mehr, gell? Wo siehst du das? Links oben. Ah. Ja. Und unten ist deine Help-Anzeige. Ich weiß nicht so richtig, wie ich nach oben schießen kann. Zieh mal nach unten. Wenn das nicht mit nach oben ziehen und schießen ist. Nee, das macht man. Dann musst du an der Seite vielleicht hochspringen und dann versuchen zu. Vielleicht muss ich auch einfach nur. Was? Select drücken? Select drücken und das machen. Ja. War ein echt tolles Spiel, nee. Muss ich sagen. Bonanza Bros. Ich mein Bonanza Bros, ey. Ja. Ich mein Bonanza Bros. Ja, mach rein. Ich mein Bonanza Bros, ey. Nee, eigentlich nicht. Okay. Yay. Dann halt, ne? Also wieder Multikorb. Ja. Das ist das Riesenzäpfel. Ja.
Das hat ja nichts mit dem mit der Fernsehserie. Bonanza Bros. Ja, hast du mal... so eine Fernsehserie? Du kennst Bonanza nicht? Doch, Bonanza und nicht Bonanza Bros. Ja, aber Bonanza. Oh, guck mal, wir müssen undefinierbares Pixel, undefinierbares Pixel und ein anderes undefinierbares Pixel sammeln. Oh, ich bin da unten. Ich bin auch unten. Was? Ich hab schon was gesammelt. Okay, mit X öffne ich Türen, okay. Und kann man. Ah, die kann man nicht töten, die betäubt man nur. Ah, cool, jetzt, das obere Schmeinscreen. Gott, das ist ein SWAT-Typi. Guck mal, das ist ein Typ mit dem Schild. Hoch. Oh, knapp. Der hat mich. Ich habe. Sehr nice. Ja, ich habe das Teil. Ich halte den Schach. Ja, okay, und weiter. Okay. Türe auf. Ja, hallo. Servus. Und da ist noch ein SWAT. Krass, viele SWATs. Ups. Der hat mich erstochen. Ich weiß nicht. Warum dürfen die mich erstechen? Ah. Ich hab alles. Nee, da unten ist noch mal eins. Da unten ist noch. Oh Gott. Wie du den Andi da rangequetscht hast. Ja. Ach nee. Ach, super Spiel, ey. Ja, in der Mitte ist ja. In der Mitte ist ja der Radar. Ich bin schon untergegangen. Gerade noch geschafft. Du bist zu langsam. Türe auf. Oh, guck mal, du siehst mich gar nicht. Ah, nee, du bist oben. Ah, pressen, dann... Pressen, immer gut pressen. Pressen jetzt. Ich habe alles, wir müssen raus. Okay. Schnell! Können die jetzt schneller laufen? Boah, gerade so ausgewichen. Komm schon hoch. Ja. Jawohl. Also das stelle ich mir zum Beispiel... ganz, ganz witzig vor, wenn man sich da noch ein bisschen reinfuchst. Ich kann nicht raus. Ja, wir haben nicht genug Treasures, warum? Ja. Ich hatte doch alle. Ach, du bist gestorben, oder was? Ja. Ich bin für immer tot. Oh, toll. Ja, dann sammle ich doch das mal ein und yay! Es ist, ich bringe den Job zu Ende. Ja, wie immer. Ja. Oh, guck mal, jetzt gucken wir uns einen Film an. Wir haben das Zeug nur geklaut, um einen Film angucken zu können. Ja, was ist das auch von Schrott? Surveillance. Surveillance. Und jetzt geht's gleich wieder rein. Ich bin oben. Ich bin unten. So wie immer. Ach, toll. Rutsch halt auf der Cola-Dose aus. Cola-Dose, echt. Und ich verliere hier unnötig Leben. So. Wie immer. Kannst halt nichts. Ja. Scheint nicht so gut wie ich. Werde ich auch nie sein. Ich weiß. Ja. Ja, wie komme ich jetzt da? Der schlägt mir einfach ins Gesicht. Jetzt ersticht er mich. Ich bin tot. Okay. Geht noch weiter? Oh ne, es gibt genug da. Oh, ich geh jetzt. Ich hab da einen Teil. Oh ne, ne, ne. Es freut mich, dass du einen Teil hast. Oh ne, 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 ne. Ach. Doof. Ist tot? Ja. Ich bin Game Over. Jetzt musst du es. Ich rock's. Oh, guck mal, wo du noch überall hingehen musst. Ah, continue. Ja, du bist halt auch continue. So. Continue. So cool wie ich. Ja, achso. Das kann man doch alles machen. Wie er mir ins Gesicht schlägt. Bastard. Ich bin tot. Ja. Ich bin Game Over, ich bin im Knast. Ich bin gefangen genommen worden. Kann ich nicht nochmal? Rein, bitte? Ah, nee. Ach Gott. Du hast verloren. Kannst du mir denn einfach in den Hintern treten? Irgendwie doch. So, jetzt drüber springen. Und? Oh, guck mal, das ist eine... Ja, Seilwinde. Ja. Spring. Einfach durch die Wand fliegt. Oh. Da ist Bomberman in hässlich. Ja. Und in wie hässlich? Vielleicht ist er Mr. T. Der hat nur den Bart. Oben durch? Nee, das geht nicht. Du musst da einfach durchlaufen. Ja, ja. Du ich darf schon nicht genug kuscht. Ich glaube, du musst wieder zurück.
Wo zurück? Ah, hier. Jetzt mach noch runter. Super Spiel. Komm schon runter. Ja, es ist gar nicht so einfach. Runter zu gehen. Oh, wow. Wow. Jetzt habe ich alle. Der hat mich getötet. Ja. Der hat dich getötet. Der mich platt gemacht hat. An der Tür. Ach nee. Super Spiel. Game over. Oh, alles witzig. Das ist witzig. Ja. 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 Ja, ja. Das ist witzig. Ja, super. Ja. Was wollen wir noch raus? Es gibt so viele. Wir können ja noch was anderes. Also Comic Sound. Das ist ja irgendwas mit Comics und Beat'em Up. Willst du das mal probieren? Ich gehe jetzt da voll drauf ab. Wir werden uns jetzt alle 40 Spiele hier durchspielen. Aber alle 45. Was? Ja. Oh! Was hat denn da in seinen Lippen? Ich will es nochmal sehen. Okay. Ich sehe da so zwei Dinger sogar. Und also die Edition hier, die kann man, die kriegt man jetzt auch noch bei Amazon, denke ich mal, für 20 Euro oder sowas. Ja. Oder 12. Ich hoffe mal, dass die jetzt wieder 20 Euro. Zeitlang war die nämlich super, super teuer. Für PlayStation 3 gibt es das auch. Da ist es eigentlich immer günstiger. Keine Ahnung warum. Aber für Xbox sollten wir mal Ausschau halten, wenn ihr auf alte Sega-Sachen steht. Nicht mehr als 20 Euro dafür ausgeben. Und da könnt ihr nochmal einen schönen Trip in die Vergangenheit machen. Oder bei mir in die nicht vorhandene Vergangenheit. Ah, das ist geil. Das sieht super cool aus. Das ist echt cool. Das spielt sich das erste Spiel, wo sich mal gut spielt. Mhm. Das hätten sie als Aushängeschild machen sollen. Ach. Hallo, genügend Spieltiefe. Was? Obwohl, da oben, da kannst du sicher irgendwelche Sachen geben. Ja, ich habe außerdem irgendwie schon Bier getrunken. Okay. Oh, das ist Blocken. Was? Wo? Blocken? Blocken nach rechts? Jawohl. Oh, oh, schieb, schieb, schieb. Ja. Schieb, schieb in den Ofen. Sieht da total geil gezeichnet aus. Ja, ist super gemacht, ja. Erinnere mich an Mortal Kombat. Ja, ja. Mach mal ein Fatality. Come on! Ich habe ein Messer auf ihn geworfen, guck. Ja. Oh, halt die viel aus. Ja, ist brutal. Oh, ja. Guck mal, wie er sich von Bild zu Bild schlängelt. Ja. Boah, guck mal, der befreit seine Freunde, die Ratten. Ja. Komm hier, Bro. Ich bin jetzt von Film. Wow, intense. What we got here? Ja, machen wir. Jetzt runter, runter. Jawohl. Ich war vorsichtig mit dem. Ach was. Okay. Hau drauf. Richtige drauf, Männer. Da geht's raus. Oh. Ich weiß nicht, was ist. Ups. Scratch. Ah? Au. Stimme ich das mal? Nice. Ich weiß, danke. Ich lass mal meine Ratte auf den los. Jawohl. Was passiert jetzt? Nix. Während meine Ratte ihn ablenkt, schlage ich ihn von oben. Ja. Wenn du rechtzeitig rankommst. Alles Gute kommt von oben. Jawohl, Combos for days. Badum! Also ich war jetzt vorsichtig mit. Weißt du. So, jetzt. Mach mal. Ja, schall doch. Das geht nicht. Oh doch. Super! Das hättest du jetzt runterschieben müssen. Und dann? Nein, dann wird es explodieren und wenn nicht gleich weg wäre. Weißt du, Puzzle intelligent. Ja. Warte, go for it! Ja. Oh Gott, der beschießt es ihn. Ja, okay, oder so. Bam! Hammer, und für sowas hat man früher 90 Mark bezahlt. Ja, da hätte ich auch 90 Mark bezahlt. Aber bis jetzt auch das Spiel, wo das Spiel, wo du bis jetzt am weitesten gekommen bist. Siehst du? Das ist halt mehr so. Ja. Guck mal, das ist schon von 95. Da hast du schon gewusst, wie man Spiele macht. Das hat man 1990 auch schon gewusst.
Das finden wir jetzt raus. Du bist einfach nur zu alt, suchen wir auf das nächste. Ja, Dr. Robotnik's MBM. Ja, du weißt ja, wer Dr. Robotnik ist. Mhm. Wer? Dann das Brot. Das ist der Typ von Sonic. Ja, das ist der. Siehst du? Ich wusste's. Ich wusste's. Jetzt bin ich gespannt. Das kenne ich nämlich auch nicht. Ja. Ich kenne auch nur die coolen Kids. Alter, das sieht top aus. Ja. Whee! Put your hands in the air. Like I don't care. Okay. Oh, das hätten wir zusammenspielen können. Das hätten wir zusammenspielen können, ja. Komm, wir gehen nochmal zurück. Aber du hast mich mitspielen. Oder wollen wir das wirklich spielen? Ha. Ha. Ha, schon, gell? Hätte ich schon gesagt, gell? Genau. Jawohl. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Okay, wie kann man drehen? Ah, so. Ist ja geilo. Mal gucken, wie braucht man nebeneinander. Ah, die verbinden sich. Ich weiß nicht so richtig, was da gerade abgeht. Okay, guck. Ah, vier. Es tut nicht so, als ob du wüsst, was du machst. Ich weiß, ich habe schon welche wegbekommen. Okay. Vier Stück musst du zusammenbringen. Guck. Zack. Das ist almighty. Ich habe jetzt einfach einen Stein runter. Ich weiß noch. Das ist mein Spiel. Finch? Ja. Ich mach dich platt. Okay. Ja. Ja, glaub, wenn du das sagst. Ich sag das. Hört sich plausibel an. Ja, ist dein. Du weißt ja, Puzzlespiele nicht. Das sind für Feinde. Füreinander geschaffen. Ups. Der Torschen, der tut auch immer seine Katzenpuzzles jeden Sonntag mit 2000 Teilen machen. Immer. Ja. Dafür klebe ich. Du klebst? Was klebst du? Katzenpuzzles? Ja. Achso, das ist du musst nur vier Stück, egal wie. Deswegen ist dein Gang voller Katzenpuzzle. Zusammenbringen. So. Ja, jetzt mal gucken, nochmal. Ja, vier Stück. Katzenpuzzle! Alter, ich bin so gut. Oder ne? Ab vier werden die Zeltes. Super. Und wenn dann sich noch mehr zusammen berühren, dann ist. Dann geht's voll ab. Party in Afghanistan. Das war nicht politisch korrekt. Wieso? Was? In Afghanistan darf man auch Party machen. Ach so. Ja. Oh yeah, oh yeah. Bei mir kommen die ganze Zeit so Steine runter. Ja, bei mir auch. Ach so. Das finde ich nicht fair. Oh, Doppelkombo. Doppelkombo. Ja. Kann bei mir vier Steine. Ich glaube, das sind die Sachen, die du kaputt machst, kommen bei mir rüber runter. Ach so, okay. Ist ja toll. Mensch. Ja, so, mich erfreut es. Ich glaube. Ist das cool? Ist super männlich, das Spiel. Ja. Wie gesagt, ich stehe auf so puzzle Sachen und da kann man dann gleich mal so schauen, wer hier richtig intelligent ist. Ja, jetzt wird's richtig flott. Jetzt wird's richtig easy, Hipster. Fuck! Nachher. Ich versag. Zack, 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 zack. Ah. Da nicht. Oh nein, nein! Voll daneben! Achoo! Oh ja, cool. Ich zeig dir, wo der Hase läuft. Show me where the rabbit goes. Gott! Bam! Super Combo! Oh ja, jetzt kommt was rüber. Oh, krass! Was geht denn bei dir? Ich bin halt gut. Ja, du bist echt gut. Ja, ist danke. Typen wie dich, die darf man. Nett. Nenn mich Gott der Puzzlespiele, Mister. Ich puzzle andauernd Katzenpuzzle. Hey! Ach, Schloch! Wir spielen jetzt E-Sword!
hoffentlich das richtige SWAT-Spiel. Ja. Mit Geiseln befreien. Bestimmt wie Geiseln befreien und Hühnerschlachten. Das ist bestimmt das Rainbow Six Siege von 1993. Ah ja, es fängt da schon Siege an. Ja. So sahen die SWAT-Leute 1993 aus. Ja. Ja. Das sieht so aus wie ein Super Space Marine von Warhammer 40k. Ja. Nur in schlecht. Nur engere Klamotte. Ja. Und schlechtere Farben. Ja. Und in doof. Und in nackt. Drück mal Push the Button. Ah ja. Okay. Du kannst schießen und springen. Mhm. Und anscheinend laufen. Kann man unten auch noch irgendwas aufsammeln, weil das erste ist Shot. Ja. Ja. Jawohl, ballern. Die Sprites sehen geil aus. Ja, super. Guck mal, wie gut ich bin. Mal, der pinkelt. Ah, ne, der schießt. Vielleicht macht er beides. Vielleicht hat er Gallensteine. Ja. Das ist so ein Problem mit der Terroristen. Ja. Den habe ich auch abgeschossen, dann kommen sie unten raus. Oh Gott! Ne, die springen zum Fenster rein. Achso. Alle mit dem Billiu, Billiu. So geht Wasser, Glas kaputt. Heutzutage. Damals ging Glas so kaputt. Ist echt geil, weißt du? Die stehen ja oben und schauen alle nach links und du läufst durch so. Ah, ich warte jetzt einfach mal, bis er oben hier vorbeikommt. Oh, Level up. Ne, ich denke mal, das ist für unten. Ne, live up ist das. Ja, live up. Hat er gesagt, Level up? Oh, voll Amateur hat. Kann ich ja nicht aus. Mit SWAT-Einheiten. Ja, du warst lieber das SWAT. Ja, genau, aber du warst ja bei das SWAT. Ja. Ja. Ja, gestern warst du. Special Wachtelabteilung. Ja. Ja, sag was. Das war geplant. Ja. Okay. Ich wollte ihn auch eine Chance lassen. Ja. Übrigens, das hinten ist der Levelaufbau. Achso. Was ist das, New York, oder? Nee, das ist irgendwie wahrscheinlich in Pomerode oder so. Was machst du da? In der Falter. Was machst du? Warum die Sprites finde ich geil. Warum kommen die durch die Scheibe mit einer Explosion? Jagen die Scheibe in die Luft? Solche Terroristen, die haben Stil. Ist von Die Hard, oder? Ja. Nachgemacht. Wo kommen da welche zum Fenster rein? Da kamen da die ganze Zeit welche zum Fenster rein. Aber nicht in Die Hard? Achso, ist ja egal, aber die jagen auch alles in die Luft in Die Hard. Ja, aber die kommen nicht zum Fenster rein. Ist doch egal. Oh, guck mal, live ab. Jetzt versuch mal da vorbeizukommen und abzukratzen. Er schießt zu schnell. Oh Gott. Kann ich halt irgendwas so anderes machen? So schlecht. Ich will woanders hin. Ich spring jetzt da runter. Ups. Was? Ja, ich stell das ein, dass der Hund noch weitergeht. Warum habe ich eigentlich nur eine Pistole und die Maschinengewehre? Wahrscheinlich, weil das der erste Level ist. Ja. Du willst jetzt gerade sagen, dass ich schlecht bin, oder? Hm. Ich will nicht sagen, dass du schlecht bist, damit würde ich das Wort schlecht machen. Schmoll in der Hölle. Achtung, gleich von rechts. Achtung, von rechts. Von rechts. Ja, ja. Ich hab das voll unter Kontrolle hier. Guck. Das ist nicht schlecht. Also. Ja, ist, danke. Das lernt auch so beim Sport. Ja, ja, klar. Was heißt denn SWAT? Secret Weapons and Tactics. Okay, fast richtig. Ne? Doch, heißt er, oder? Yeah, special. Oh, Special Weapons and Tactics. Ach, Secret ist auch nicht schlecht, oder? Schnelle CIA. Oh, geil, hast du es jetzt schon zum 8. Mal bestimmt geschafft? Ich komm da nicht durch. Der schießt in so einer hohen Frequenz. Was soll ich denn da machen? Du musst es timen. Ja. Time Crisis. Du musst der Schuss sein. Ich bin gleich. Ja. Guck mal, zack, 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 zack. Das war schon mal nicht schlecht. Ja. Sei froh, dass ich mit Ninja Gaiden spiele. Ich hab doch schon mal Ninja Gaiden gespielt. Ist egal, sei froh, dass man es nicht spiele. Ja, ja, ja! Guck mal, wie gut ich bin. Ja. Scheiße, mit meiner Hilfe kann ich auch nicht der Besten werden. Ich weiß, danke. Du bist halt Mr. Miyagi. Ja. Auftragen, polieren. Okay, jetzt da hoch. Sehr gut. Versuch noch höher zu kommen. You're sneaky bastard! Versuch noch höher zu kommen. Was ist
Zwergkerl ich schon wieder. Oh Gott. Ducken, du musst ducken. Ah Mann, jetzt bist du so weit gekommen. So weit gekommen. Ja. Wir haben es aus dem Spiel verletzt. Ja. Echo, der Dolphin. Ja, da spielst du einen Delfin und musst halt durch die Gegend schwimmen. Nein, oder? Du? Das ist der Hammer, das spiele ich jetzt. Oh, Echo-Ortung. Es gibt zwei Sachen, Echo-Ortung und Beschleunigung. Das ist der Hammer. Das ist so tiefgründig, das Spiel. Ja. Es hat ja eine Öko-Botschaft. Esst mal Thunfisch. Ich weiß schon, dass Delfine keine Thunfische sind. Ja, aber das ist die Botschaft. Der guckt mich so stier an, guck mal, mit seiner Kopfwulst da. Ja. Du meinst, das Stirn heißt es? Ja. Schau mal, Stirn. Whee! Ups. Game over. Hallo. Mein Name ist Q. Ja. Oh. Q-Wang. Q-Wang wollte ich halt. Geh auf den rechten Pfeil und drück da so lang drauf, bis es anfängt. Ja. Ja, also los. Whee! Unendliche Weiten. Geil. How high in the sky can you fly? So spricht der Delfin nicht. So, der hat eine hohe Stimme. Achso. So wie Flipper. Kennst du Flipper? Ja. Sing mal. Kann ich nicht. Doch, sing mal die Flipper-Melodie. Flipper, Flipper. Ich hab keine Ahnung, Mann. Wir lieben Flipper, Flipper. Der Freund aller Kinder. Drum ess keine Rinder. Hat Flipper auch einen Schnurrbart, wenn er fragt. Oh, das war cool. Cool. Kannst du einen Saldo machen? Nee. Ich bin nicht so cool. Oh, es geht ja gar nicht weiter. Oh, das ist aber ein trauriges Leben. Ah, da musst du durch. Durch. Nein, du musst durch die. Da. Kann man nicht durch die Öffnung durch? Ja, Hammer. Du bist so eine fette Sau. Ich versuch durchzurauen. Mach mal rauf. Ja! Ah! Oh. Okay. Was geht's in dem Spiel? Ah ja. Irgendwie sind alle. Du musst der schnellste und dümmste Delfin der Welt werden, oder? Die ganzen Meeresbewohner sind, glaube ich, da durch einen Sturm oder irgendwas rausgesogen worden. Also es ist quasi das damalige Sharknado. Oh! What the fuck? Guck da, siehst du? Da? Sharknado Light. Ja. Und jetzt musst du rausfinden. Keine Tiere mehr da. Ja, nichts mehr. Leer. Geil, endlich hast du der Ruhe. Komm, lad ein paar Delfine-Freundinnen ein. Und dann machen wir fette Lab. Oh, jetzt ist offen. Lab, nein, sie haben keinen Lab, das weißt du. Ja, super, du kannst echt jeden Scheiß machen. Nice, danke. Suddenly great winds. Der redet nicht so, man hört so einen Scheiß, Mann. Das ist, so, der das ist der Carnage-Delfin. Ja. Carnage-Dolphin. Oh, Hammer. Guck mal, ob es da irgendwo Haie gibt. Ah, da musst du drüber springen. Drüber springen. Ja. Scheiße, und jetzt? Ja, Hammer. Sehr gut. Ich glaube, es ist schon tot. Es ist schon behindert. Wenn du so weitermachst schon, bist dann Echo der behinderte Delfin. Ja, und jetzt? Warte kurz. Ich warte, wir warten. Ja. Und jetzt. Jetzt gib dir doch mal Mühe. Oh Gott. Vorhin hast du das so geil hinbekommen. Hast du so was machst du? Vielleicht muss ich erst die Kampf. Nee. Schwimm doch mal an der Oberfläche, weißt du? So speedig entlang. Ja, und ja, genau das. Nur weniger cool. Ja. Genau. Anlauf! Ich bin der schnellste Delfin. Und? Und der dümmste. Alter, Flipper dreht sich im Grab rum. Ja. Du musst den Speedboost machen, wenn du im Wasser bist und dann raus. Ja! Guck, wie gut ich bin. Ach, ja, nee. Ja. Doch, ich bin der Hammer. Ihr kennt es, wenn ihr neben jemand sitzt, der zockt. Und ihr wollt ihm eigentlich nicht das Spielerlebnis berauben, aber ihr habt voll Lust, den Joypad aus der Hand zu reißen und ihn mit dem nicht vorhandenen Joystick-Kabel zu erwürgen. Und danach seine Innereien zu essen. Ja. Super Spiel, klasse, toll. Kommt bestimmt von irgendeiner Wohltätigkeitsorganisation, die irgendwie. Spiel Figi.
Oh, das ist cool. Sprung und Schuss auf einem Button. Das ist männlich. Stopp mal. Okay. Was geht hier vor? Okay. Du bist ein blauer Vogel und... Ich muss Hühnchen einsammeln. Ach, du musst die einsammeln. Okay, und das sind Katzen. Sehr schön. Okay, also ich bin Super Mario. Du kannst schon auf sie drauf springen. Okay, und du fliegst. Oh je. Okay, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Okay, lass dich nicht erwischen, lass dich nicht erwischen. Boah, in 31 Sekunden habe ich das Level gecleared. Kevin, das ist dein Spiel. Das ist mein Spiel. Das ist dein Spiel. Wenn man von Carnage Kevin spricht, ja. Ich denke mir immer an blaue Hühnchen. Hühnchen? Das ist ein Vogel. Vogel. Ja. Kommt der jetzt her? Ja, aus dem. Das ist eine Katzenklappe. Ach, sieht aus wie ein Atombunker oder sowas. Ja. Was ist denn das? Nimmst du da einen Stuhl mit? Ja, ich bin. Stuhl. Das ist quasi Stuhlgang. Ach, fuck. Jetzt warst du so gut gerade. Hey, 31 Sekunden hast du es geklärt. Ich probier's nochmal. Ja, komm, jetzt gib doch nochmal ein bisschen mit Figi und Chirp und Tai und Iggy. Guck mal, das ist Iggy Iglesias. Hm. Kennst du Iggy Iglesias? Nee, kenn ich nicht. Okay. Schuss verpasst. Google mal. Iggy Iglesias. Lass ihn nicht fressen, gell? Vorsicht, Katzenplatte. Vorsicht! Boah, du kannst gar nichts. Das Spiel macht mich wütend. Und traurig zugleich. Ja. Dieses Spiel macht betroffen. Ah, wahrscheinlich kannst du die jetzt mit denen teilen. Kannst du die... Essen. Ja. Hammer. Du hast geklärt. 29 Sekunden. Das ist dein Spiel. Das ist absolut. Das ist dein Spiel. Jetzt hast du sogar noch deinen Rekord gebrochen. Weißt du, ich bin auch der Rekord. Ja. Master. Ja. Kannst du das Ding da wegkicken? Ja, kannst du. Ja. Meine Hühnchen sind. Das haben die Hühnchen, das sind Küken, Mann. Ja, Hühnchen. Das sind Mini-Hühnchen. Babyhühnchen. Weißt du, wo du hin musst? Nö. Oben steht Exit. Oh. Ja. Ich war gerade beschäftigt. Hoch. Hoch? Ja, ich muss erstmal das Hoch finden. Ach, fuck! Das sind so viele Hochs gewesen. Fress mein Stuhl! Okay. Fress mein Stuhl! Okay. Ich hab keinen Bock mehr. Machen wir hier Schluss. Ach nee, komm, ins Eins machen wir noch. Okay. Ja. Ja. Kann man Spiel sowas verlassen. Spielen? Ja. Ja, da sind noch so coole Spiele drauf. Guck mal, Kid Chameleon, okay, Fantasy Stars sind RPGs, Shining Force ist auch RPG. Sonic, will ich mal Sonic probieren oder sowas? Oder Streets of Rage? Ich spiele Sonic, da muss man nur springen. Ich habe noch nie Sonic gespielt. Ich spiele jetzt auch nicht mit, weil... du nicht so cool bist wie ich, weiß. Ich möchte dich eher dieser Spielerfahrung nicht berauben. Ja. Also du weißt, wie das funktioniert? Ja, du musst halt springen. Wenn du in so einem Kreisel bist, bist du... Oh, ich bin Super Saiyan Sonic, guck mal. Ja. Du bist over 9000. Ja? Jetzt kommt der mit seinem... What the hell? Okay. Jetzt bin ich kein Super Saiyan Sonic mehr. Nee, nur die Besten. Nach unten ziehen, nach unten ziehen. Was war das? Tausende von Speedrunnern weinen jetzt. Achtung, Achtung. Guck mal, wie ich ihm gegeben habe. Ja, Wahnsinn. Jawohl, jetzt nach unten ziehen. Ah, schön. Wie gelernt? Was gelernt? Sonic. Ja. Boah. Da gibt mir die Pumpe jetzt da unten dagegen und. Jawohl, jetzt nach unten ziehen. Power, power, power. Das Spiel ist echt einfach. Muss gar nichts machen. Außer nach unten zu ziehen. Das von komische Kauz. Ich dachte, es wären alle die Cutscenes. Alle deine Ringe. Was ist hier? Oh mein.
the fuck ist jetzt praktisch? Jetzt kommen wir hier in den Safe Point. Geil, geil. Mensch, Kevin. Wie hast du nochmal gesagt, hier muss man nur springen? Ja. Und hier muss man nur rennen oder was war's nochmal? Ja, muss man. Jetzt nach 110 nach. Ja, und jetzt. Ah, Speed. Das, die kann ich kaputt machen, ja? Ja, muss. Muss? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich weiß, danke. Ja. Dass ich gut aussehe. Ja. Kommt der Kerl? Ja, versucht sich nett zu berühren. Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt! War ich doch schon! Nee, machst du nett. Doch, gerade. Schieß, schieß, schieß! Ich kann nicht schießen. Ich weiß. Ich kann ihn nur anrollen. Ups. Ha? Fuck you! Aber ihre Rettung, ein Ring. Okay. Das war geil, jetzt, oder? Ja, war super. Ja. Sonic macht echt Spaß. Ja, ja. Megaspiel. Großartig. Ey, das war damals der Shit. Das war der Shit damals. Ja. Der absolute. Ja. Komm, mach mal einen Mund. Du, ne. Reicht. Okay. Wollen wir nächstes Mal weitermachen? Ja. Okay. Also, das war unsere erste Folge Arcade Rage mit Carnage, Kevin und Haggy. Ich werde jetzt doch noch versuchen, durch noch ein paar Spiele zu lotsen, beziehungsweise wir versuchen mal ein paar Sachen frei zu spielen. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter und zeigen noch ein paar Spiele aus Mega Drive Ultimate Collection. Und ich werde auch noch ein paar andere Spiele raussuchen, die wir mal so Retro-Dinger, die wir replayen können. Und ich bin die blaue Kugel. Ja. Sonst. Du machst das echt großartig. Ja. Oh, hey, Hammer! Gibt dir das? Ja. Ja, und zur Belohnung gab's einen riesen Donut zum Fressen. Ja, Ghetto Blues 4. Blue, Hammer. 0 Sekunde und du hast echt verblasen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Dann. Also, super Spiel, danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, da muss ich doch noch ein bisschen üben.